Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 7 Pagan. So, ich muss in der Pause Dinge tun, die ich nicht ganz so gerne tue. Und zwar musste ich mal in das Lösungsbuch schauen, das bei, wenn man bei GOG das Spiel kauft, auch als PDF beim Spiel dabei ist. So, jetzt werden wir abstruse Dinge tun. Und zwar waren wir hier schon mal, hatten uns hier hochgezogen in wilder Flucht vor irgendwelchen Ghulen. Und sind dann irgendwie woanders lang gegangen. So. Jetzt sieht man hier dieses rote Etwas, das man noch nicht mal anklicken kann. Also keine Ahnung, was es ist. Aber wir werden jetzt Dinge tun. Und zwar haben wir hier diesen Schädel der Beben. So, und wenn man den mit dem roten Ding benutzt, sollen Dinge passieren. Okay. Ja, also, ne? Wie auch immer man darauf kommen soll, scheint aber nicht so ganz essentiell zu sein. Also wir bekommen hier jetzt erstmal keinen Spielfortschritt, sondern nur einen Teleportpunkt. Schauen wir mal, wie der heißt. Obere Katakomben, okay, das macht Sinn. Da wir uns ja in den oberen Katakomben befinden, haben wir jetzt hier den Teleportpunkt, damit wir nicht mehr mit Erde öffnen immer wieder in die Katakomben gehen müssen. Denn ich hatte mit Vividus gesprochen, unserem Nekromantenmeister, und der hat auch nicht gesagt, was wir da jetzt tun sollen. Und deswegen habe ich halt einfach mal ins Lösungsbuch geschaut, was mich immer schon tierisch ärgern tut. Aber ja, keine Ahnung, also darauf wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen, das zu tun. Und wir laufen mal kurz vor den Ghulen weg und dann müssen wir noch andere Dinge tun. Und zwar gehen wir im Grunde eigentlich wieder dorthin zurück, wo wir schon mal waren, auf der Suche nach dem Bergkönig. Und ja, das Gebiet scheint dann... Moment, da ist eine Truhe. Scheint dann so eine Art Hubwelt zu sein. Also wo dann verschiedene Wege zu verschiedenen anderen Gegenden dann abzweigen. Das jetzt funktioniert? Ja, ich glaube schon. Und dahin werden wir jetzt gehen, wenn ich den Weg finde. Und dort dann diesmal einen anderen Weg nehmen. Also wir hatten instinktiv den richtigen genommen zur Halle des Bergkönig. Aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dort wieder zu suchen, um zur Luftebene zu kommen. Also Luftebene soll dann jetzt wohl unser nächstes Ziel sein, laut Lösungsbuch. Oh, heiß, 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 heiß. Nein. Loch. Nein. Das ist ein... Okay. Spiel. Solche Dinge kann man bitte einfach lassen. Wow. Das ist einfach nur zufällig. Darüber ist kein Spieler glücklich Spiel. Okay. Wir gehen nochmal kurz runter, um das Teleportationsgedönse da freizuschalten. Und dann versuchen wir wieder dorthin zu kommen, wo wir eigentlich hin sollen. Also wie gesagt, ich bin halt mit solchen Dingen halt nicht so glücklich. Aber vielleicht hat man uns auch irgendwo gesagt, dass wir dann jetzt nochmal zurück in die Katakomben sollen. Oder dass es in den Katakomben da noch mehr zu entdecken gibt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden uns jetzt mal so ein bisschen am Rand vorbei drücken. Oh, hier ist Sackgasse. Und nicht wieder irgendwo in die Lava fallen. Bitte, bitte, Avatar. Hi, Ghoul. Wir sind nur auf der Durchreise. Lass dich durch uns nicht stören. Aber jetzt, wo wir dann wissen, dass dort so eine Art Hubwelt ist... Oh, Geist, geh uns nicht auf selbigen... Sorry. Haben wir jetzt alle Löcher gefunden? Obwohl, wenn ich jetzt lade, sehe ich nicht mehr, wo die Löcher waren. Gib mir mal eine Sekunde. Ich laufe dahin, wo wir hin sollen. Und verliere ich hier noch die Nerven. Moment. So. So im fünften Anlauf oder so habe ich es dann geschafft, dorthin zu kommen, wo wir eigentlich hin sollten.
Ja, der Boden ist hier ein bisschen instabil. Also hier kommt man von diesen Katakomben. Ich bin jetzt im Südosten hier durch die Tür gestiefelt. Und jetzt gehen wir hier gemeinsam weiter. Hier sollte der Boden hoffentlich nicht mehr einstürzen. So, wir laufen jetzt den Weg nach der Karte aus dem Lösungsbuch, damit wir dann auch wissen, wo wir hin müssen. Und dann sind wir wieder auf uns gestellt. Diesen kleinen Luxus der Wegführung werden wir uns gönnen. Der Avatar passt da nicht durch. Und dann werden wir ganz entspannt weitermachen. Moment, da sind wir. Die Skelette, an denen hatten wir schon mal Probleme vorbeizukommen, aber da sind wir weggelaufen und wiedergekommen und dann waren sie, glaube ich, weg, ne? Genau. Hartfunst. So, jetzt müssen wir hier noch, glaube ich, rüber. Die Karte ist unheimlich schlecht. Aber das wird schon. Nee, da geht's nicht hoch. Aber irgendwo kamen wir doch hier mal noch hoch. Warte. Nee. Nee. Dann hier. Ich weiß, dass wir hier schon mal hochkamen. Hier sieht es ja fast nach Treppe aus. Ah ja, okay. Alles klar. Er hat sich hochgezogen, dann. Und jetzt hängt er irgendwie fest. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, noch weiter in diese Richtung und dann nach Süden abbiegen. Und dann nochmal irgendwo nach Osten. Moment mal, hier ist Wasser. Doch, ich glaube, da müssen wir rüber. Gehen wir außen rum. Komm, Avatar, hüpf. Nein! Sorry, wenn ich euch jetzt in die Ohren geschrien habe. Ah, aber das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Okay, nochmal laden. Ich habe doch hoffentlich gespeichert. Ja, hatte ich. Wow. Okay, schaffen wir. So, lauf, 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 mein Avatar. So, jetzt müssten wir gleich da unten an der Ecke sein. Wir laufen nochmal zurück wegen der Skelette. Und dann nochmal zurück. So, Trick 17 hat Funst. So, Avatar ist unten. Und dann waren wir hier irgendwo hochgestiegen. Verprügeln wir noch kurz einen Ghoul. Sehr schön. Wir nehmen die Henkersmasken mit und ziehen weiter. So, dann kommt hier nochmal das Wasser irgendwo und diesmal bitte da irgendwie drüber, ohne zu sterben. Wir speichern das mal kurz. So, jetzt funzt das bestimmt. Wir haben gespeichert, jetzt funzt das. So, mal hier einen Hüpfer. Und dann hier vorbeidrücken. So, hier so, da so. Dann kommen jetzt noch zwei so Brückendinger. Oh ja, da ist auch mal die Erde unter uns zusammengekracht. Da ist noch mal Wasser. Ja, das passt soweit. So, da waren wir. Genau, an diesen Brückendingern waren wir nämlich auch schon mal. Ich erinnere mich. So, und dann gehen wir hier in diese Richtung. Und dann müssten wir, glaube ich, schon da sein, wo wir hin sollen. Genau hier. Da soll es jetzt angeblich weitergehen. Das hat nicht funzt. Dann unser Megaschlüssel vielleicht. Nee, das war der falsche. Okay, jetzt hat funzt. Ich höre Schritte. Avatar, mach dich da rein. So, wow. Oh, und Spinnen. Vermöbel mal bitte die Spinnen. Dann genießen wir unseren Erfolg, dass wir im neuen Gebiet angekommen sind. Das ist jetzt das Gebiet der Luft. Und
So, im Nordwesten muss noch so ein Teleporter geben und dann sind wir wirklich auf uns gestellt. Ah ja, genau, über der Brücke und dann im Nordwesten. So, und dann hört auch mein Meta-Wissen auf und wir verprügeln irgendwelche Insekten. Warte, Mama, sind viel tot. Ist das schön? Und dann drück dich mal an dem Viehzeugs vorbei, beziehungsweise leg das mal hinter dich. So, Brücke und dann Nordwesten. Muss es irgendwo ein Portal-Dingens geben? Da, wow, okay. Das ist auch, glaube ich, fies, wenn man sowas übersieht. So, und jetzt sind wir wieder ganz offiziell auf uns alleine gestellt. Und genießen die grüne Vegetation. Aber was sollen wir hier? Oh, da ist ein Dorf oder zumindest ein Haus. Ah, wer bist denn du? Mann. Hallo, Mann. Verzeihung, mein Herr. Hallo? Willkommen, Fremder. Guten Tag. Das wünsche ich euch auch, mein Freund. Was kann ich für euch tun? Ich würde zuerst mal gern deinen Namen wissen. Wie heißt ihr? Ich heiße Stellos. Ich wohne hier bereits seit vielen, vielen Jahren. Oh ja, wir wissen, dass er blind ist und sein Augenlicht ja quasi für die Braut von einem anderen hergegeben hat, um sie wiederzubeleben. So, seit wie vielen Jahren? Durch die Gnade der mächtigen Stratos lebe ich schon über 200 Jahre. Das ist dieser Wiederbelebungszauber mit massiven Kosten. 200 Jahre? Es ist eine sehr lange Zeitspanne für ein menschliches Leben. Stratos muss meine Dienste wohl benötigen, um mich so lange hier zu halten. Na gut, das hat er jetzt schön formuliert. Und wer ist Stratos? Stratos ist die mächtigste der Titanen, denn es ist ihre Kraft, die uns Ordensmitglieder die Fähigkeit verleiht, die Wunden der Welt zu heilen. Aber diese Gabe hat auch ihren Preis. Ja, wir hatten ja schon von zwei Söhnen gehört, die zu Heilern geworden sind, von der Schneiderin und noch irgendjemand, wo der Sohn hierher gegangen ist. Wie bewirkt ihr diese Heilung? Ein Symbol konzentriert die Kräfte der Stratos auf den Patienten. Diese Behandlung kann sehr riskant sein. Wenn der Heiler sein Können nicht mit einer völlig ruhigen Hand und viel Selbstdisziplin ausführt, kann es sein, dass er die Macht überfordert und dabei nicht nur seinen Patienten, sondern auch sich selbst vernichtet. Was ist der Preis? Ich bin blind, wie ihr auch an meinen trüben Augen erkennen könnt. Das ist der Preis, den ich dafür bezahlen musste, dass ich Stratos mit völliger Hingabe dienen kann. Ja, oder die Braut von jemand anderem wiederbelebt. So, na gut, dann fangen wir noch nach dem Beruf. Ich bin das Oberhaupt des Ordens der Erleuchtung. Oberhaupt? Nun ja, eigentlich ist es kein offizieller Titel. Die meisten jüngeren Mitglieder bitten mich um Rat, weil ich das älteste Mitglied des Ordens bin. Dann erzähl uns mal was über den Orden der Erleuchtung. So nennen wir unsere Gemeinschaft. Wir huldigen Stratos, dem mächtigen Titanien der Lüfte. So, und wir würden gern die Kunst der Heilung erlernen. Das ist nur möglich, wenn ihr in den Orden eintretet. Ja gut, dann werden wir das machen. Um in den Orden der Erleuchtung einzutreten, müsst ihr zuerst die Prüfung der Weisheit und des Gleichgewichts bestehen. Bruder Xavier kann euch mehr darüber sagen. Ihr solltet ihn aufsuchen. Natürlich solltet ihr mit allen Teugisten hier sprechen, denn jedes Mitglied unseres Ordens besitzt eine Weisheit, die euch auf der Suche nach Erleuchtung helfen kann. Okay. Nicht einmal die Erschöpften dürfen sich hier ausruhen. Okay, Stellos ist wirklich so ein VIP von diesem Spiel. Dann
Die haben hier ein richtig kleines Dörfchen. So, ist hier jemand zu Hause? Ich schaue mal ganz unverbindlich in den Schreibtisch rein. Wenn das Spiel uns lässt. Sag ich doch. Nee, da ist nichts Besonderes. Ist oben jemand zu Hause? Na, aber da. Da liegen Bücher. Die Schublade ist immer noch offen. Völliges Verschwinden. Der Zauber völliges Verschwinden. Dieser Zauber erlaubt dem Teugisten, für fast alle sterblichen Wesen völlig unsichtbar zu werden. Das Zaubersymbol für diese Beschwörung ähnelt einem geschlossenen Auge. Um den Erfolg dieses Zaubers zu gewährleisten, müssen die Worte Quas an Lor ausgesprochen werden. Ach, ich glaube, Mythran ist, glaube ich, auch ein Teugist. Zumindest sehen die Bücher genauso aus wie die, die wir bei ihm gekauft haben. Energie der Enthüllung. Der Zauber Energie der Enthüllung. Dieser Zauber kann dazu dienen, andere magische Kräfte in der Umgebung des Magiers aufzuheben. Das gilt vor allem für alle Unsichtbarkeitszauber. Nach dem Aussprechen dieser Formel breiten sich konzentrisch Energiewellen um den Teugisten aus. Diese Energie hebt alle Unsichtbarkeitszauber in der unmittelbaren Umgebung auf. Um die gewünschte Wirkung erzielen zu können, muss man das Zaubersymbol des offenen Auges bei sich tragen und die Worte Ort Lor aussprechen. Ha. Also bei diesen ganzen Magiesachen, so viele verschiedene Magiearten, das blicke ich noch nicht so ganz. Also Nekromantie ist klar, aber der Rest wird ein bisschen schwammig. Das ist noch so ein Buch. Der Zauber Luftschritt. Luftschritt ist für jeden Teugisten der wichtigste Zauber von allen, denn nur mit Hilfe dieser Beschwörung kann man Stratos erreichen und die mystische Stimme vernehmen, die ihn umgebende Luft hilft, dem Teugisten dabei riesige Sprünge zu machen. Ein Schüler wird die Wirkung dieses Zaubers zum ersten Mal verspüren, nachdem er seine Prüfung bestanden hat und Stratos aufsucht. Wenn Stratos seine Leistungen billigt, wird sie ihm die Wirkung der Luftschrittbeschwörung auch ohne ein Zaubersymbol gewähren. Danach muss der Teugist jedoch ein Flügelsymbol mit sich tragen und die Worte Was, Hur, Po aussprechen. Wobei die Zauberbücher von Mythran, das war doch irgendwie ein bisschen anders. Na. Zauber. Nee, da würde ich meinen immer nur das Zauberbuch und hier ist immer von irgendwelchen Symbolen die Rede. Weil es gibt nämlich die Teugisten und noch irgendwas mit T. Avatar? Er macht immer komische Dinge, wenn er so ein Buch gelesen hat. Vielleicht hat er es dann auswendig gelernt? Ich habe keine Ahnung. Okay, also hier hatten wir im Moment ein Zauberbuch. Gibt es da noch mehrere? Leg das mal bitte auch auf den Tisch. Damit wir das für spätere Referenz vielleicht nochmal haben. Ansonsten hatten wir ja alles geguckt. Okay. Eigentlich sollen wir mit Menschen reden, statt Dinge zu durchsuchen. Aber okay. So, aber wo sind hier noch Menschen? Da sind Bohnen. Eine Truhe, die so verführerisch uns anblickt. Schauen wir mal rein. Nur ein paar Tränke. Ich dachte, da wird ein Schlüssel drunter rauslinsen, aber tut's nicht. Okay. Die Kiste haben wir inspiziert. Haben wir hier schon drin? Ja, das ist das Haus von gerade eben. Ja, wir sollen mit allen Menschen reden. Aber wo sind hier welche? Na, geh mal rein. Ah, da ist jemand. Hallo, bleib mal stehen. Hallo.
Sind wir uns schon einmal begegnet? Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Ich heiße Torwin und wer seid ihr? Ich bin Sinalur. Ja, seid gegrüßt, Sinalur. Was bringt euch hierher? Ja gut, wir antworten mit einer Gegenfrage. Was macht ihr hier? Im Augenblick bin ich nur ein einfacher Heiler. Sie haben meine überlegenen Fähigkeiten ihm noch nicht erkannt. Aber das werden sie. Glaubt mir, das werden sie. Ihr seid ein Heiler? Ja, weswegen wäre ich denn sonst wohl hier? Warum braucht ihr einen Heiler? Nee, jetzt gerade nicht. Eigentlich bin ich sehr erleichtert, denn ich will keine wertvolle Zeit vergeuden, die ich besser mit meinen Studien verbringen könnte. Keiner hier besitzt meine Fähigkeiten oder ist so ein Naturtalent wie ich und ich werde es nie zulassen, dass mich jemand übertrifft. Ich will und muss einfach der Beste sein. Wow, ich glaube, du sollst mal irgendwie mit jemandem drüber reden, über dein Problem. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich war noch nicht mit dir fertig. Bleibst du hier? Verzeihung? Was wollt ihr diesmal? Seid ihr gegrüßt, Torwin? Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, wenn es um Namen geht. Wie heißt ihr nochmal? Ist vielleicht auch ein klein bisschen arrogant. Ich heiße Sinalur. Nun ja, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, werde ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen haben. Was wollt ihr? Dir nicht wehtun. Was macht ihr hier? Im Augenblick bin ich nur ein einfacher Heiler. Okay, sie haben deine überlegenen Fähigkeiten noch nicht festgestellt. So, welche überlegenen Fähigkeiten hast denn du? Mein Talent für Magie selbstverständlich. Ich habe die erforderlichen Prüfungen in kürzester Zeit abgeschlossen. Schneller als je ein Schüler vor mir. Und mit Sicherheit auch schneller als alle zukünftigen Schüler. Und wer wird eure überlegenen Fähigkeiten erkennen? Alle selbstverständlich. Ich mache nie einen Fehler, wenn ich die Magie ausübe. Selbst meine Symbole habe ich gleich beim ersten Versuch richtig konstruiert. Und ich darf hinzufügen, dass es die allerbesten Symbole sind. Ihr redet auch von Symbolen, die auch in diesen Zauberbüchern erwähnt wurden. Was ist ein Symbol? Oh, ich könnte es euch zwar erklären, aber ich bezweifle, dass ihr es verstehen würdet. Die Magie, mit der ich mich befasse, ist sehr kompliziert. Ja. Danke für nichts. So, wir gehen in die Pause. Bis gleich.